Ihr kennt ja vielleicht die Geschichte von diesem Pfarrer, der war gerade am Vorbereiten einer Rede für am Sonntag in der Kirche, wollte er über die Vorsehung Gottes ein bisschen predigen. Und er war da unten da an seinem Schreibtisch und hat da geschrieben und so. Und plötzlich gibt es einen lauten Knall draußen. Und plötzlich rennen die ersten Leute vorbei und einer klopft ans Fenster vom Pfarrer und sagt: Pfarrer, Pfarrer, komm schnell, der Staudamm ist gebrochen. Das Wasser ist am Kommen. Let's go! Und er hat sich so gedacht, oh, das ist ein guter Moment, wo ich jetzt mal beweisen kann, dass ich das lebe, was ich glaube. Und er hat gesagt, mein Sohn, alles ist gut. Ich vertraue auf die Vorsehung Gottes. Geh hin deines Weges. Ich bleibe hier. Der Herr wird mich erretten. Gut, und da kamen immer mehr Leute hergerannt und das Wasser ist schon langsam gestiegen. Im Parterre war es nicht mehr so bequem. Er ging dann einen Stock höher in seiner Kirche oder Haus, wo er da war. Und eine halbe Stunde später kam dann einer mit dem Boot, klopft wieder ans Fenster, ein bisschen weiter oben natürlich, und sagt: Pfarrer, Pfarrer, komm, kommen Sie mit. Mein Sohn, ich vertraue auf die Vorsehung Gottes. Geh du deines Weges, gut Ruder, und ich bleibe mal, wo ich bin, oder? Und er hat sich gut gefühlt dabei, und das Wasser ist weiter gestiegen. Am Schluss sitzt er auf dem Kirchturm oben, kommt ein Helikopter mit der Polizei und sagt: Pfarrer, komm mit, du hast keine Chance mehr, das Wasser, das kommt. Mein Sohn, immer schön ruhig, ich vertraue auf die Vorsehung Gottes. Und dann ist er ersoffen, steht vor dem lieben Gott und meckert mal wieder. Sagt: Weißt du, du hast mich also schon enttäuscht. Jetzt habe ich so auf dich vertraut und ich habe allen ein gutes Beispiel gegeben und ich habe. Und du lässt mich hier einfach ertrinken. Und dann sagt der liebe Gott nur: Schau mal, ich habe dir einen vorbeigeschickt, der ans Fenster klopft. Einen mit dem Schiff, einen mit dem Helikopter. Was soll ich denn noch tun? Oder?